Damit ich das richtig verstehe, die haben einem die Eingeweide rausgenommen und in Urnen gelegt? Und es wurde auch das Herz entfernt. Oh, und wissen Sie, wie man das Gehirn rausgenommen hat? Evie, ich glaube, das müssen wir nicht erfahren. Man nahm einen spitzen, glühend heißen Feuerhaken, schob ihn durch die Nase, verquirlte alles ein bisschen und dann riss man das Gehirn durch die Nasenlöcher raus. Oh, das muss wehtun. Das nennt man Mumifizierung. Man ist dann bereits tot.